So funktioniert ein Kleinwasserkraftwerk. Bei einem Kleinwasserkraftwerk wird das Wasser eines Bergbachs gestaut, meist weit oberhalb der Kraftwerkszentrale, wo der Strom produziert wird. Hier beim Stauwehr wird ein Teil des Wassers für die Stromproduktion abgezweigt, aber nur so viel, dass der Bach nicht zu stark beeinträchtigt wird. Auf dem Weg vom Stauwehr zur Druckleitung durchströmt es einen Rechen, damit weder Steine, Sand, Holz noch Fische in die Leitung gelangen. Anschließend fließt das Wasser in die Druckleitung. Sie führt es mit möglichst wenig Reibungsverlust zur Kraftwerkszentrale im Tal. Dort strömt das Wasser durch die Turbine. Sie beginnt zu drehen und wandelt so die Kraft des zufließenden Wassers in Bewegungsenergie um. Die Turbine ist mit einem Generator verbunden, der diese Energie in Strom umwandelt. Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist oder zur Versorgung einer bestimmten Anlage, wie einer Fabrik oder einem Bürogebäude, direkt vor Ort verwendet. Nach Durchlaufen der Turbine fließt das Wasser zurück in den Bach.